Unser erster Sprecher heute ist Stefan Kostwein. Seit Stefan relativ kurz jetzt in der Geschäftsführung der Kostwein-Gruppe? Ja, seit circa 1,5 Monaten, ja. Ja, Wahnsinn. Einen herzlichen Applaus für den Stefan Kostwein. Danke. Stefan, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe eine kurze Präsentation über unsere Unternehmensgruppe vorbereitet. Einmal zu Startbeginn, wer sind wir? Firma Kostwein, Maschinenbauunternehmen, familiengeführt, seit 1921. Haben hier auch noch die Zahlen vom letzten Jahr, aus dem Geschäftsjahr, haben wir 180 Millionen Euro erwirtschaftet, haben damals noch 1150 Mitarbeiter gehabt, jetzt momentan sind wir bei über 1200 wieder angelangt. Wir haben im Schnitt ca. 100 Lehrlinge bei uns über die Lehrjahre und haben einen Maschinenpark von knapp 200 CNC-Maschinen über Österreich, Kroatien und seit heuer haben wir als Ostergeschenk in den USA die ersten 3 Maschinen an unserem neuen Standort dazu bekommen. Ich möchte gleich als erstes damit beginnen, mit dem Sinn des Unternehmens Kostwein. Kostwein, wie schon vorher gesagt, ist ein familiengeführtes Unternehmen, natürlich mit dem langfristigen Ziel Erfolg über Generationen. Ganz besonders natürlich auch, dass es unseren Kindern einmal genauso gut gehen wird, wie es uns heute geht. Wie wollen wir das erreichen? Das wollen wir dadurch erreichen, dass wir unsere Kunden begeistern und die Kundenwünsche nicht nur erfüllen, sondern diese auch übertreffen. Das Ganze schaffen wir natürlich nur mit unseren Mitarbeitern, die mit Leidenschaft bei der Arbeit dabei sind und mit unseren Partnern und Netzwerken, wo wir versuchen, die Supply Chain immer besser zu optimieren und auch für unseren Kunden immer bessere Möglichkeiten aufzubauen. Unsere Vision bei Kostwein ist es, im Build-to-Print-Business unsere Kunden mit kürzesten Durchlaufzeiten, höchster Qualität und geringsten Lifecycle-Kosten zu beliefern. Build-to-Print, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir von unseren Kunden die Zeichnungen kriegen, die Stücklisten und wir fertigen von Einzelteilen zu Baugruppen bis hin zu Komplettmaschinen, welche wir bei uns im Haus auf Kundenwunsch auch testen. Um uns auch immer im Benchmark zu stellen, machen wir immer bei diversen Wettbewerben mit. So wie letztes Jahr haben wir beim EFQM Excellence Award wieder teilgenommen, haben dort eine 6-Sterne-Bewertung bekommen, haben auch 2020 wieder einmal einen Preis gewonnen beim besten Familienbetrieb, in dem Fall Kärnten. Und 2021 durften wir als bestes, effizienteste Fabrik ausgezeichnet werden vom Fraunhofer Institut. Wie schaffen wir das? Wir schaffen das mit unseren motivierten Mitarbeitern, die mit Leidenschaft bei der Arbeit dabei sind. Hier ein Beispiel von 2 unserer Kollegen, die eine Java-Programmierung gemacht haben für die Messmaschinen. Das der Bauteil, den man hier sieht, der ist etwas spezifiziert, ist jetzt nicht der Kundenbauteil, aber dieses Muster, dieses Bohrungsmuster, da muss jede einzelne Bohrung bemessen werden. Sie haben ein Programm geschrieben, das welches automatisch die neuen Messprogramme erstellt. Und wir haben letztes Jahr dadurch auch den Preis gewonnen, KVP des Jahres, über das ÖPWZ-Forum. Doch was sind jetzt unsere Tätigkeitsfelder? In welchen Branchen sind wir zu Hause? Unsere größte Branche ist die Verpackungsindustrie. Verpackungsindustrie von Flüssigprodukten, aber auch von Windeln, Kaffeepads etc. Wir sind aber zusätzlich auch in der Solar- oder Automatisierungsbranche zu Hause, haben auch einige Kunden in der Pharmaindustrie, aber auch CNC-Werkzeugschleifmaschinen gehören zu unserem Produktportfolio bzw. zu dem Portfolio unserer Kunden. Was ist das Businessmodell von Kostwein? Ich habe es vorher schon kurz erklärt.
Wir sind auf der rechten Seite zu Hause bei der Prozessinnovation. Wir wollen, dass unsere Kunden sich fokussieren können auf die Produktinnovation, dass sie ein marktfähiges Produkt entwickeln und wir als Prozessinnovatoren diese Produkte bestmöglich in die Realität umsetzen, mit den kürzesten Durchlaufzeiten, in höchster Qualität, mit den geringsten Lifecycle-Kosten. Was bedeutet nun bei uns Prozessinnovation? Build-to-Print-Know-how. Hier sieht man ein Beispiel von einer Maschine, die wir bei uns im Haus aufgebaut haben, Teile gefertigt haben, die Zukaufkomponenten in unserer Supply Chain zugekauft haben und diese Maschine dann bei uns im Haus getestet, aufgebaut und getestet haben für die Zahnbürstenherstellung. Ein weiterer Punkt, Flexibilität, zur heutigen Zeit immer wichtiger. Das ist noch etwas, was wir uns immer erinnern wird an die Corona-Zeit. Das sind Module für Mund- und Nasenschutz. Wir haben die Bestellung bekommen und die Zeichnungen und haben innerhalb von 7 Wochen die Teile gefertigt, Zukauf plus montiert, an den Kunden geliefert. Das zeigt für uns auch die Flexibilität. Und von diesem Prototypen gehen wir auch hin zu synchroner Taktmontage, hier in dem Fall für unseren Hauptkunden. Diese Maschinen stellen eine synchrone Taktmontage dar, wo wir innerhalb von 3,5 Tagen eine komplette Maschine zusammenbauen in 5 Montagesteps. Das wird innerhalb von 2,7 Stunden die Maschine weitergetaktet und die Bestellung kommt 14 Tage mit den genauen Volumensteilen, bevor wir die Maschine ausliefern. Im Bereich Operational Excellence in der Fertigung versuchen wir mit Digitalisierungslösungen unsere Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Aufgrund unserer geringen Stückzahlen beim Fräsen, Losgröße im Schnitt 6 Stück, im Drehbereich 14 bis 20 Stück. Wir sind reiner Auftragsfertiger, das heißt, wir bestellen nur das Material, für das wir den Auftrag haben. Es muss also jeder Teil ein Gutteil sein, weil wir haben kein zusätzliches Material bei uns im Haus. Hier nur ein kleiner Einblick in unsere Fertigung. Wir können in unserer Fertigung mittlerweile bis zu 12 Meter bearbeiten, fangen aber natürlich bei den kleinen Fräs- oder Drehteilen an, um die Maschinen, welche wir bei uns in der Montage dann letztendlich montieren, bestmöglich auch im Haus zu fertigen. Der globale Produktionsfootprint. Bei uns ist der Gedanke, think global, act local. Deswegen haben wir Standorte, 6 Stück in Österreich, 2 in Kroatien, einen in Indien und seit heuer im Hochlauf einen in der USA, um auch unsere Kunden bestmöglich zu beliefern. Und ein weiterer Punkt in unserer Prozessinnovationskette ist das Lifetime-Management, wo wir natürlich auch versuchen, im Servicegeschäft für unsere Kunden da zu sein. Hier ein Beispiel von servicierten Baugruppen, ein Vorher-Nachher-Bild. Die Baugruppen kommen zurück ins Haus nach 10.000, 15.000 Stunden Einsatz in der Linie, werden bei uns auseinandergebaut, servisiert, wieder zusammengebaut und wieder zurück an den Kunden irgendwo in der Welt geschickt. Welche Strategien verfolgen wir dabei? Wir haben seit 2002 bei uns Lean Management im Einsatz, haben unser Lean Management die letzten 4 Jahre ergänzt, sehr stark im Thema Digitalisierung, denn auch Lean Management stößt an seine Grenzen, überhaupt, wenn man standortübergreifend, länderübergreifend arbeiten muss. Die permanente Reduktion der Losgröße ist nicht nur eine Strategie, sondern auch ein Muss von Marktseite. Prozessorientierte Teamarbeit. Unsere Organisation ist prozessflussmäßig aufgebaut. Das heißt, es gibt einen Prozessverantwortlichen. Dieser Prozessverantwortliche ist über die komplette Kostweingruppe für den jeweiligen Prozess verantwortlich. Das hat den Vorteil, dass sich die Standorte nicht in diese Richtung entwickeln können, sondern zusammengehalten werden.
visuelles Management und transparente Kommunikation. Ich werde Ihnen später noch ein paar Beispiele hierfür zeigen, wie wir versuchen, unsere Mitarbeiter mit der Digitalisierung zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist die hohe Eigenverantwortung unserer Mitarbeiter. Wir versuchen ihnen über einen gewissen Spielraum und Rahmenwerke Möglichkeiten zu geben, sich selbst zu entfalten und vor allem die Prozesse in Richtung Prozessinnovation weiterzuentwickeln. Die synchrone Taktmontage haben wir gerade gesehen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Vergabe von klaren Zielen und KPIs an die Mitarbeiter, damit man auch weiß, wo möchte man sich hinentwickeln und können wir diese Ziele erreichen. Und zu guter Letzt ist unser Maschinenpark auf den neuesten Stand der Technik zu halten. Letztes Jahr haben wir für uns auch ein sehr großes Budget herangezogen, um in unser Maschinenpark zu investieren. Wir haben 10 Millionen Euro investiert, sehr stark auch im Bereich der Automatisierung, aufgrund auch des Fachkräftemangels, dass wir auch gewisse Schichten über Automatisierung laufen lassen können. Hier ein paar Beispiele. Ein Aerober bei unserer DMU 50 in der Lehrwerkstätte, einen Selro-Beladeroboter, der bei einer Mazak-Maschine dabei steht, eine Automation mit zwei DMU 80 verknüpft und natürlich auch zusätzliche Roboter für die Ausbildung für unsere Lehrlinge. Weil wir bilden auch Mechatroniker aus und Sie haben früher am Bild der Montagelinie gesehen, auch in unsere Montageprodukte sind Roboter verbaut, dass wir schon die Jungen darauf vorbereiten, was wir dann letztendlich aufbauen müssen. Eines unserer großen Highlights und ein großer Teil der Investition vom letzten Jahr ist unsere neue Automatisierung, eine Fastems-Anlage mit drei verketteten DMG-Mori-Maschinen NHX 6300. Dort haben wir einen Palettenspeicher, man sieht ihn hier mit 102 Paletten, die Maschinen nacheinander und oben über die Maschinen noch ein verkettetes Werkzeugmagazin mit knapp 1000 Werkzeugplätzen. Das befindet sich gerade in Hochlauf, muss ich aber sagen, ist etwas schwerer als vermutet. Aber wir sind mittlerweile auf einem guten Weg, aber ist auch für uns eine neue Erfahrung. Wenn wir sprechen, ich habe früher erwähnt, seit 2002 betreiben wir Lean Management. Lean Management hat seine Grenzen erreicht und braucht Unterstützung, Digitalisierung. Die Digitalisierung muss aber mehrere Punkte in Einklang bringen. Zum einen, wir müssen Mitarbeiterkompetenzen weiterentwickeln. Die Mitarbeiter dürfen die Digitalisierung nicht als Gefahr sehen. Wurde am Anfang auch von den Medien ja doch etwas hochgepusht. Die Digitalisierung wird uns viele Arbeitsplätze kosten. Wie viele Mitarbeiter waren begeistert, wo wir gekommen sind, wir werden jetzt digitalisieren? Es waren nicht viele. Aber wenn ich dann denke, okay, Anfang der 80er Jahre, die Automatisierung wird uns so viele Arbeitsplätze kosten. Also wir haben keine menschenleere Fabrik, Gott sei Dank nicht. Sondern wir müssen die Technik mit den Menschen in Einklang bringen. Die Prozesse müssen aber zuerst auch lean sein, bevor wir sie digitalisieren können. Wir versuchen mit der Unterstützung der Digitalisierung unsere Prozesse auf ein neues Level zu heben. Wir wollen nicht die Prozesse von heute einfach digitalisieren, sondern wir wollen einen Mehrwert schaffen. Am Shopfloor, natürlich links oben, es muss alles miteinander sprechen und kommunizieren. Da darf man aber etwas ganz Wichtiges nicht vergessen. Die wichtigsten Personen, die miteinander kommunizieren sollten, sind diese hier. Das kommt teilweise zu kurz. Die Informationen, die Transparenz der Informationen und natürlich, wie diese verarbeitet werden. Hier ein Bild von unserem Power BI, wo wir verschiedene Systeme miteinander gekoppelt haben, ob es unser ERP-System ist, unser HR-System, unser BDE-System, um
damit eine bessere Transparenz über die Fertigungsstandorte zu schaffen. Das Ganze haben wir Gott sei Dank fertig gehabt, bevor Corona eingeschlagen hat. Wir hatten das Problem, wir konnten selbst 2,5 Monate nicht mehr in unser Werk Kroatien. Wir haben die Kroaten mit diesen Systemen, wo wir Echtzeitdaten automatisiert bekommen, ohne zusätzliche Mitarbeiter zu beschäftigen, konnten wir unterstützen und helfen. Wir bekamen einen Anruf aus Indien, wir müssen das Werk zumachen, wir wissen noch nicht, wie lange. Ein paar Stunden später haben wir einen Anruf bekommen, es wird länger dauern. Wir haben dann ein Krisenteam zusammengesetzt und haben übers Wochenende versucht, die ganzen Datenzeichnungen etc. von Indien zu bekommen, aus den Systemen zu transferieren, denn wir mussten schauen, dass die Lieferketten nicht abreißen. Wir wussten, die Maschinen sind noch am Schiff verladen. Für 7 Wochen haben wir noch Maschinen und dann ist vorbei. Das heißt, wir haben innerhalb von 7 Wochen Zeichnungen zu uns zurückgeholt. Wir haben Rohmaterialien bestellt, CAM-Programme geschrieben, gefertigt, Zukauf bestellt und montiert. Innerhalb von 7 Wochen haben wir die Lieferkette zu unserem Kunden aufrechterhalten. Das ist Flexibilität. Das ist aber auch etwas, was funktioniert mit Digitalisierung. Unter anderem, aber natürlich auch mit dem Willen und der Leidenschaft der Mitarbeiter, weil wir wissen, zusammen können wir das schaffen. Dieses Bild hier zeigt einen Ausschnitt über unsere Fertigungsplanung, über die Kostenstellen, über die Auslastung. In einer Kostenstelle, jede Zeile ist eine Kostenstelle, befinden sich 10 bis 15 Maschinen. Das Ganze kann man hier noch einmal herunterbrechen, aufklappen, auf Maschinenebene genau, dass man auch sieht, okay, wo können wir noch Aufträge transferieren? Wo können wir auch standortübergreifend, länderübergreifend uns gegenseitig unterstützen oder müssen wir ins Outsourcing gehen? Eine weitere Ansicht als Beispiel für unsere Gruppenleiter. Jede Rolle im Unternehmen hat eigene Auswertungen, eigene Analyse. Die Analyse, das sind nicht nur schöne bunte Bilder, wie ich sie gerne nenne, sondern da steckt auch was dahinter. Aber das Wichtige ist, dass die Mitarbeiter wissen, was können wir daraus ableiten und daraus Maßnahmen treffen. Und so, jetzt bin ich kurz rausgekommen, Entschuldigung. Und unsere Mitarbeiter haben alle Zugriff auf alle Daten. Warum? Transparenz. Die Personen, die sich's anschauen wollen, können sich's anschauen und vor allem, dass jeder daraus Maßnahmen ableiten kann, unterstützen kann. Denn es sind nicht nur die Führungskräfte, auf die wir zugehen können, sondern wir wollen natürlich in Richtung Empowerment es auch unseren Mitarbeitern ermöglichen, aktiv auf die Führungskräfte zuzugehen und ihnen auch unter die Arme greifen. Ein weiteres Tool, was wir verwenden, ist Confluence als Wissensdatenbank, wo wir all unsere Prozesse beschrieben haben, dass die Mitarbeiter natürlich nachlesen können, wenn sie sich unschlüssig sind, aber auch verknüpft mit Jira, mit dem Taskmanagement. Und wir haben versucht, über Plattformen bei uns im Haus all diese Systeme zusammenzuschalten, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie sind in einem System. Weil es mag keiner, wenn er vor dem Computer sitzt und 20 Kastel offen hat. Im Bereich Digitalisierung, Digital Twin. Ich habe früher die Fastems-Anlage, die neue, hergezeigt. Natürlich müssen wir schauen, mit den Maschinensimulatoren, mit den digitalen Vorrichtungen, mit den Aufspannungen, wie können wir das alles schaffen, dass die Maschinen auch dementsprechend automatisiert laufen können. Ich habe früher kurz erwähnt, wir bilden pro Jahr 25 Lehrlinge bei uns im Unternehmen aus, also über die Lehrjahre sind es 100, Österreich und Kroatien, Lehrberufe, Mechatronik, der Maschinenbautechniker und der Prozesstechniker. Wir bilden bei uns so viele Mitarbeiter aus, weil wir natürlich auch die Fachkräfte für morgen brauchen. Und das ist eins der wichtigsten To-Dos, die wir haben.
Wir machen aber nicht nur Ausbildung für unsere Lehrlinge, für die Jungen, sondern wir machen auch Ausbildungen für Mitarbeiter, die schon sehr viele Jahre bei uns im Haus sind. Hier ein Beispiel von einer Lean-Exzellenz-Ausbildung über 2 Stufen. Ich muss mich leider schon etwas beeilen. Über 2 Stufen pro Mitarbeiter bedeutet das Schulungen von ca. 200 Stunden. Dieses Kursprogramm geht über ein halbes Jahr, sehr herausfordernd, aber es ist nicht nur ein Know-how-Transfer, man lernt auch zu präsentieren, man lernt sich vor die Mannschaft hinzustellen, man lernt Daily Meetings zu halten, also es ist eine Rundumschulung. Ich habe früher erwähnt, KPIs den Mitarbeitern nicht nur an eine Tafel zu hängen, sondern wie können sie diese auch beeinflussen? Produktivitätssteigerung, okay, was kann ich als Mitarbeiter tun? Schneller gehen, ja, aber man kann es natürlich noch weiter herunterbrechen. Man muss es auch greifbar machen. Mit der Digitalisierung zeige ich Ihnen jetzt einen Produktionsbaum. Ein sehr buntes Bild ist zuerst in der Fertigung vielleicht etwas mit Skepsis aufgenommen worden. Aber das Schöne, was wir erreicht haben, man sieht da den Costwein-Tweety, es wurde darüber gesprochen. Das heißt, es war in aller Munde und dann hat man sich mit den anderen Dingen automatisch beschäftigt. Das heißt, man versucht, die Mitarbeiter zu erreichen, auch über Storytelling. Wo kommen wir her? Was sind unsere Wurzeln? Was sind unsere Ziele am Produktionsbaum? Und jede Kostenstelle hat ihren eigenen Ast. Auf diesem Ast steht MTI, das steht für Maßnahmen, Tätigkeiten, Ideen. Das sind Maßnahmen, Tätigkeiten, Ideen der Mitarbeiter, wie sie in ihrer Kostenstelle dazu beitragen können, diese Ziele zu erreichen und mit zu unterstützen. Und unter anderem eins, was mich sehr begeistert hat, letztes Jahr den Aerober, was wir gekauft haben für unsere Lehrwerkstätte. Sie haben es geschafft, dass sie am meisten produktive Stunden bei uns im Unternehmen gebracht haben. Das junge Team in der Lehrwerkstätte, ich habe meinen Hut gezogen, es hat für die Top-3-Maschinen Pokale gegeben und man sieht, wenn man junge Leute begeistern kann, zu was sie fähig sind. Und jetzt mache ich den Schluss, danke. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einblicke in euer Unternehmen. Man merkt, da macht man sich viel Gedanken über das Thema Digitalisierung, da macht man sich viel Gedanken über das Thema Effizienz, da macht man sich vor allem aber auch viel Gedanken über das Thema Produktivität. Und ich glaube, das ist natürlich bei einer Unternehmensstruktur, die international aufgestellt ist, nicht einfach, das über die gesamten Bereiche durchzuziehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendwo jetzt Fragen gibt im Publikum. Wenn Sie Fragen haben, wir haben ein Mikrofon, man hört es ganz gut. Also von meiner Seite kommt eine Frage, Digitalisierung ist bei euch sehr hoch, hat einen hohen Stellenwert, habe ich gesehen. Gibt es da eigene Teams, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen? Gibt es da Abteilungen? Wie schaut die Struktur zum Thema Digitalisierung aus bei euch? Die Digitalisierung hat bei uns in einem sehr kleinen Team gestartet. Wir sind Maschinenbauer, Software kann man nicht angreifen. Großes Problem. Das heißt, wir haben ein kleines Team gestartet, wir haben eine eigene Software geschrieben, wir haben ein Benchmark auch ins Unternehmen hereingeholt, verschiedene Systeme durchgetestet, sind dann mit dem eigenen System weitergegangen. Dieses wurde von den Mitarbeitern permanent weiterentwickelt und wenn die Mitarbeiter sehen, dass ihre Vorschläge eingearbeitet werden und implementiert werden, wird die Software auch verwendet. Und das war, glaube ich, eines der Erfolgsrezepte für unsere Digitalisierung. Also die Mitarbeiter mitnehmen bei den Prozessen, das ist... Richtig, ja. Und mittlerweile haben wir vor 2,5 Jahren eine eigene Softwareentwicklung gegründet, aufgrund dessen der Anforderungen und aufgrund der internen Erfolgsstory und haben jetzt mittlerweile 9 Leute in der Softwareentwicklung sitzen. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann herzlichen Dank. Danke. Danke für den Vortrag. Das war der Stefan Costwein von der Costwein-Gruppe. Dankeschön. Applaus